Sensors online. Weapons online. All systems. Moin und hallo Leute, willkommen bei Sex Games and Rock'n'Roll. Ich bin unterwegs im Direwolf B mit dem einen oder anderen Omnipod von irgendwelchen anderen Direwölfchen. Und zwar, in den Patch Notes habe ich zu dem Nerf des Sniper Builds, also von der Kombination PPC Ghost Rifle, gesagt, dass es theoretisch Sinn macht, aber ich habe nochmal ein bisschen mehr drüber nachgedacht und es gibt halt mehr als genug Max. Andere Mechs, die einen Alpha Strike zur Verfügung haben, der dezent höher ist, habe auch ein bisschen im Forum gestöbert und Colonel O'Neill hat da ein Bild gepostet, der theoretisch möglich sein sollte, nämlich Dual Gauss, Dual Heavy Large Laser und 4 Heavy Medium Laser. Wir gucken mal eben, wenn wir alle Energiewaffen abfeuern. Genau das habe ich hier nämlich übrigens verbaut. Also der Alpha Strike ist sehr warm. Holland und die Waldfee, aber auf der anderen Seite ist ein Alpha Strike von, was war das, 106 oder so, hat die Kiste jetzt hier. Und, Junge, das dürfte die Hitze sogar wohl wert sein. Ihr habt auch gesehen, dass es eigentlich ganz adäquat wieder runterkühlt. Wir können nochmal eben den Alpha Strike machen. Knapp 80%, aber schaut mal, wie rapide das wieder runtergeht. Und dann können wir einfach weiter mit den Heavy Medium Lasern arbeiten und mit der Gauss Rifle. Man muss immer gut achten, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht so der überkompetitive Mac oder sowas. Aber es ist halt, es zeigt, was möglich ist, einen Alpha Strike ohne in den automatischen Shutdown zu gehen oder sowas. Und wenn es zu heiß sein sollte, nimmt man einfach nur die Gauss Rifle. Wartet, bis man bei 50% ist, nimmt wieder die Heavy Medium Laser oder die Heavy Large Laser dazu. Wenn man etwas mehr Geduld hat und richtig weit runterkühlt, 15%, dann kann man mit der Gauss Rifle und allen Energiewaffen gleichzeitig wieder einen Alpha Strike raushauen. Also das ist bei vielen Macs, glaube ich, wirklich der absolute Overkill dieser Build. Wenn man es schafft, sich mit diesem Direwolf, ist die leichte Ironie daran, wenn man es schafft, sich mit diesem Direwolf irgendwo, boah, meine Aussprache lässt inzwischen hart nach, es ist echt mitten in der Nacht und sowas, ganz schön schwer zu reden, oh mein Gott. Auf jeden Fall, wenn man es schafft, sich damit in den Rücken eines Gegners zu begeben, egal welcher Rücken, Alpha Strike hinein, der Gegner sollte eigentlich platt sein. Sogar die meisten Assaults sollte man damit platt kriegen, wenn man den Center Torso von hinten ran nimmt. Und das ist halt echt schon krass. Also entweder zeigt man sich geduldig und wartet auf seine Chance, oder aber man holzt den Gegner da weg, wo er steht. Was prinzipiell natürlich auch schon eine sehr schöne Methode ist. Und ja, wie über uns? Nee. Und was ich bis jetzt feststellen konnte in dem jeweiligen Proberunden, die ich so mit diversen Builds gedreht habe inzwischen, Laser AMS ist definitiv im Kommen. Aber hoch 10, die Leute feiern das Zeug richtig. Mal schauen, ob es diese Runde auch so sein wird. Also man sieht es auf jeden Fall wieder fröhlich aufblinken. Woher haben die wohl ihre Loks? Ist jemand am Spotten? Irgendwo ganz gut? Also ich kann zumindest nichts entdecken. Eine UAV haben wir halt, glaube ich, nicht über uns. Ist schwer. Oh, what the fuck. Da hat jemand aber gerade von uns egal gespottet. Die stehen auf jeden Fall gehäuft da hinten. H8, I8, ein bisschen scheinbar Richtung H7 oder sowas. Jetzt ist erstmal Geduld. Ich liebe Domination auf dieser Map. Es ist ein ordentliches Geduldsspiel, bis irgendwo mal jede Seite sich in Bewegung setzt oder einen Fehler macht und dadurch die Bewegung entsteht. Sodass man schön anfängt, ein bisschen circlen, hier pushen, da pieken, da. Ja, einfach mit dem Alpha Strike drauf und hast ihn nicht gesehen. Also, ach, ich mag es sehr. Wobei ich diese Map ansonsten nicht so sehr mag, muss ich zugeben. Für die anderen Spielmodi empfinde ich sie persönlich teilweise zu groß für so normale Hook-Matches, einfach weil die Leute manchmal vielleicht ein Mühe zu unkoordiniert sind oder so hat. Na, Laurentine, kommst du hoch? Nee, ne? Da aber. Medium Range 100 hat der Awesome Darmstadt. 220er und 230er. Hat sich mal eben hochgeschoben, auf seine Chance gewartet. Und mir einen satten Prozent genommen von meiner Panzerung. Das AMS von dem Raven ist auf jeden Fall richtig schlimm am Arbeiten. Unite to Kill. Auf jeden Fall ein hübscher Name. Was geht hier ab? Auch Laser AMS am Arbeiten. Jetzt eine Energiewaffen, ballern wieder hin und her, ein paar Ballistics. Ja, entspanntes Warten, würde ich mal sagen. Gleich sind 5 Minuten rum. Der einzige Feindkontakt war, dass ich eine Rakete auf hoher Distanz, eine Rakete auf hoher Distanz abgekriegt habe. Wenn überhaupt, naja.
Und da kommt wieder was. Ja, den Annihilator, den haben wir ganz gut rangekriegt. Na, kommt er wieder hoch, der Awesome? Tja. Ich glaube, der kriegt jetzt gleich mal eine Energie, einfach wenn er aufkommt. So. Dürfte ihm auf jeden Fall ein bisschen Angst gemacht haben. Kein Peak mehr, kein Spot mehr, da hinten rennt er. Jawohl. Sehr schön. Ach, unsichtbare Kanten wieder. Jawohl, da wird auf jeden Fall dem Gegner jetzt mal ein bisschen mehr Mut gezeigt. Unser Team zieht sich hier auf der Seite zusammen. Was auch immer wir vorhaben, ich mache mit, Leute. Ich bin dabei. 6 Minuten gleich rumgefüllt mit sinnlosem Gelaber. Aber jetzt gibt es gleich endlich ein bisschen Action, vermutlich. Und Night Vision sieht sehr gut aus. Wenn du jetzt eine UAV droppst, ich glaube, dann liebt dich das Team. Ach, zu hart verzogen, zu fuchtelig. Dachte mir gerade so, boah, geil, endlich ein Gegner. Und dann, schwupp, einfach mal komplett durch die Landschaft gelootet. Schneeschmelz und es war eigentlich auch gar nicht so verkehrt auf dieser Map. Dürfte neue Wege ergeben, aber sollte man auch schon ein bisschen professioneller an den Start legen. Ja, Awesome, der wird zerlegt. Oh, wird der gerade gepusht? Oder ist der Awesome einfach in der Mitte? Das hat ihn, glaube ich, tatsächlich auf Distanz ein bisschen erwischt. Auch sehr geil. Also der Sound ist wirklich sehr geil, muss ich sagen, von dieser massiven Energieentladung. So, wir kühlen mal ein bisschen runter. Was haben wir da noch am Start? Schlechtes Aiming haben wir. Davon mehr als genug. Wow. Ich wollte gerade die Taste für den Strike drücken. Da war der Rifle von mir. Gut, dass ich es nicht getan habe. Das wäre scheiße gewesen. So mitten im eigenen Team. Paff! Und überhitzt. Shit, ich habe nicht auf die Hitze geachtet. Jetzt schön wirklich als Mahnmal der Vernichtung fürs gegnerische Team ersichtbar. Oh, aber eine Strike in die Mitte gesetzt. Mal schauen, was sie draus machen. Ob sie stehen bleiben oder die Kugeln fangen. Was haben wir da? Zu viel verzogen, aber es hat gereicht, um quer über den Mech zu löten und die TT-Panzerung rot zu färben. Wenn ich mal ein bisschen ruhiger wäre gerade. Ich bin so ein bisschen... sowas wie einen leichten Tattring oder so, würde ich mir fast zusprechen. Unnötig ist das. Boah, den Awesome da vorne. Okay, habe ich Probleme mit der Hitrec oder was? Wird eigentlich besser laufen. Wow, überhitzt, aber Junge, Alpha Strike und das Ding war weg. Ich bin jetzt zwar auch hinüber, aber es war es wert.